eine weitere Folge von Odyssey im Auftrag des Königs 2.5.5. in der El Hiba-Version mit verbesserten Schatten. Wir müssen ja jetzt mal noch die, na, wie heißt das? Den Steinkreis finden. Der steht ja auf der Karte hier oben drauf. An der Stelle ein herzliches Dankeschön an Blacky. Oben rechts. Aha. Ach, ich habe während der Zeit noch mal ein bisschen hier aufgetankt, verkauft und ein paar Waffen gekauft. Ein bisschen getauscht. Ja, wie kommen wir denn jetzt dahin zu diesem Steinkreis? Werde ich ganz einfach machen. Na, los. Rutsch mal so langsam runter. Werde nämlich mal in die Richtung der Jäger gehen. Und zum Wasserfall. Denn da müsste der sein. Worum geht's hier? Ja, wahrscheinlich irgendwie die Berge. Ne, zum alten Jagdhaus. Okay, bis dahin raff ich das ein bisschen. So, hier sind wir ja schon angekommen. Bei den beiden Jägern hier. Muss ich mal gucken, vielleicht kann ich da noch irgendwie auch irgendwie was abluchsen. Was haben wir denn? Oh, mir fehlen nur noch 895 Points, ne? Ja, 895 Points. Was sagt denn Hans dazu? Zeig mir, wie man jagt. Bring mir das Gerben bei von Fällen. Ach ja, da kann ich bessere Rüstungen machen. Wurde mir gesagt. Danke für den Kommentar. Wo ist denn der Anne? Da ist er. Sagen wir den Umgang mit dem Bogen. Ja, der könnte noch besser sein. Ich muss echt überlegen, dass ich hier Bogenanfänger. Dass ich hier meine Ressourcen nicht verschwende. Ich brauche ja auch ein bisschen Kraft und Geschick. Mal gucken, wie viel teuer das ist. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Bogen 5. Ich mach's mal. So, jetzt mal gucken, wie besser ich jetzt bin. Anfänger immer noch 10%. Naja, dafür ist auf jeden Fall gerundet. schauen wir mal weiter. Wir wollten ja zu dem Steinkreis. Der soll ja bei dem Wasserfall sein. Zwar muss ich mal gucken. Dass hier die richtige Richtung ist. Wo bin ich? Nö, ist absolut die falsche Richtung. Aber... Was? Was ist denn jetzt passiert? Wieso passiert mir was hier? Mann, oh Mann. Neu gespawnt. Was ist denn das? Eine Ratte? Tatsache. Eben gerade den ängstliche Wanderratte. Von der lasse ich mich auch noch. Von der lasse ich mich da auch noch. Da ist nicht zu holen. Ärgern, als ich die Karte gezogen habe. Muss ich noch. Ja, da muss ich rechts rum, ne? Ja. Ja, okay, dann lassen wir uns mal... Ach, das ist wieder hier diese blöde Stelle, wo man ganz schnell kaputt gehen kann. Ah, ja, super, klasse, geil. ja. Ich habe auf dem Weg hierhin noch ein paar Goblins getroffen. Schöne Grüße. Und bitte, bitte, bitte... Ja, okay, das hat geklappt. Und was macht denn er hier für Tauchübungen? So, jetzt bin ich zu tief, ne? Ups. Aha, zum alten Steinkreis. Hier geht es hin. Und warum habe ich das dumme Gefühl, dass hier wieder sehr viele Peoples auf mich lauern? Habe ich den Schattenläufer hier schon eliminiert. Oh, ein Baumstamm. Sehr schön. Nee, das war, der war ja woanders. Stimmt ja, da war, glaube ich, ein weiter.
Mann. Man weiß ja auch nicht, ob sich was Neues spawnt. Hier geht's weiter zum Steinkreis. Zum alten, wohlgemerkt. Ja. Heilkraut, oh schön. Und eine Heilwurzel, das kann man echt gut gebrauchen. Hier müsste das gewesen sein mit dem Schattenläufer. Genau richtig, Stein gleich Schattenläufer. Der ist auf jeden Fall noch da, oder? Er macht hier die Rolle vorwärts. Ja, ich bin heute ein bisschen undynamischer in meiner Stimme. Das liegt ganz einfach daran. Es ist zurzeit irre heiß. Bei mir in der Butze sind es 25,8, fast 26 Grad. Und deswegen, nee, den habe ich schon eliminiert. Und die Truhe habe ich auch schon. Okay, weiter zum Steinkreis. Da bin ich mal gespannt. So, ich glaube, da kommt schon was. Ja. Das Federvieh. Ist das eventuell Federvieh? Es ist Federvieh. Und wie viel? Heidenei. Schauen wir mal, ja. Oh, was ist das? Das ist kein Federvieh, das ist ein Beißer. Hoffentlich kriege ich den. Normalerweise sind die doch immer sehr aggressiv. Oh, der gibt sogar zwei Fleisch ab. Das finde ich ja klasse. Und jetzt gucken wir mal weiter. Brauche ich echt dringendst diese Federviecher, damit ich meine Pfeile weitermachen kann. Ah, oh Mann. Ja, hau daneben und ich hau drauf. So muss es sein. So muss es echt sein. Na, da sind wir wieder. Damit haben wir uns echt ein paar Pfeile sichern können. Erstmal 10. So, und da, wo immer was Neues ist, dann auch gucken, ob es hier neue Pflanzen gibt. Oder ist da noch was? Oh, da hat er mich zum Beispiel genutzt. Aber ich hab's noch geschafft. Hallo, grauer Beißer, gib mir zwei Fleisch, aber bitte schön ganz schnell. Ach ja, was haben wir denn? Hier haben wir noch Schildkrötenfleisch. Das bringt nicht so viel. Dann hier zwei Restfleische. Noch ein paar Fische von den Goblins. Das war ein Willkommensgeschenk eben im Wald. Dann, was habe ich denn hier? Ach ja, Kokosnüsse habe ich mal ausgepackt. Kokosfleisch. Na, das bringt ja nicht viel, aber bringt das irgendwas anderes? Eine Kokosnuss habe ich ja noch irgendwo im Inventar. Die ist hier. Genau, richtig. Die ließe sich vielleicht knacken, steht hier. Okay, die haben wir jetzt geknackt. Könnte man eigentlich ein Knackgeräusch machen. Vor allem, wenn man einen ausgerenkten Kiefer hat. Als Sounddesigner könnte man ja sowas nehmen. Naja, da kann man auch andere Sachen noch machen. Ja, weiter geht's mit Kämpfen. Kämpfe. Roland Kämpfe. Und zwar da hinten ist wieder so ein scheißer Beißer. Wir haben ja auch sowas. Ach, der ist jetzt gerade selber am Mampfen. Schön. Oh, wieso denn das? Naja, vielleicht sollt ihr da noch irgendwas dazu essen. Noch ein Apfel. Fühlst dich erfrischt. Mal gucken. Nipperkraut, Dauersekunden. Okay, los, komm, Heilkraut. So, ich bitte dich. Brauch auch ein bisschen hier Abstand. Wenn so viele Bäume da sind. Wenn ich... Oh, der ist noch ganz schön
Wieso gehst du jetzt kaputt? Ach ja, liebe Leute, diese Hitze, ne? Gestern noch eine Dokumentation gesehen, so eine wissenschaftliche, was die Hitze mit uns macht, vor allem was das Gehirn macht, wenn wir sozusagen, wahrscheinlich habe ich schon abgespeichert, man ist unkonzentrierter, dann, weil das Gehirn nämlich dafür sorgt, dass der Körper ausgeglichen wird, was die Wärme angeht. Ist ja permanent am Arbeiten, das Gehirn. Achtung, Körper ist viel zu heiß, also muss ich runterregulieren und so weiter und so weiter. Na los, komm. Nee, guck noch doof. Ja, und dann macht auch noch die Hitze aggressiv, das ist auch belegt. Und apropos Aggression. Das war's mit dem Wild Scabby. Was ist denn da hinten noch? Ach, noch ein Wild Scavenger. Noch irgendwie was? Noch irgendwelche Beisatjes? Nee. Sind wir hier schon am Steinkreis? Nee. Das ist, glaube ich, noch ein Stück weg. Ah, da ist wieder ein Handweiser. Na, willst du wohl kommen oder bist du beschäftigt mit Mampfen? Okay. Zwei Hiebe, weil Scabby erledigt. Und da steht bestimmt, ja genau, zum alten Steinkreis drauf. Dann gucken wir mal, was sich hier noch so in den Ecken befindet. Vielleicht noch ein wichtiges Paket. In Form einer Truhe. Weiß ich nicht. Oh. Oh. What the happening there? Zwei Flöße mit Piratenflaggen. Aha, Piratengoblins. Le Gobelin Piraté. Naja. Okay. So wie es aussieht. Jetzt erstmal. Ja, da haben wir noch so einen. Sollte mal speichern. Wo speicherst du? Nee, das ist kein. Was ist das? Das ist ein Schweinchen. Ein Schweinchen oder ein Keiler. Aber das sieht eher aus wie ein Wildschwein aus. Könnte ich auch eventuell mit zwei Hieben schaffen. Habe ich geschafft. Das gibt mir endlich mal wieder ein bisschen Experiences Points. Ja, genau. Ha! Das braucht ja nicht mehr viel. Oh, Leute, wieso habt ihr so wenig gesät? Ach ja. Könnte man da echt noch ein bisschen Sachen pflanzen. Oh, da haben wir einen geiler Keiler. Da liegt was. Ich glaube, da liegt hier. Nee, das ist ein Baum. Ja. So, mal gucken. Nee. Oh, habe ich das Ding nicht gesehen? Diese Tarnung. Perfekt. Nein. Du nicht. Ja, jetzt bleibt der hinter mir her. Ja, er bleibt mir auf den Fersen. Was heißt denn das? Kann ich hier irgendwo hochklettern? Oh, hier ist eine Brücke. Oh, wir spielen mal Ringel rein. Ja, vielleicht sollte ich auch mal was essen. So. Mal gucken. Ob ich den Keiler keilen kann. Ja. Na? So, kommt der Waldgolem wieder zurück? Ja, er kommt zurück. Haha. Jetzt mal langsam ein bisschen. Jetzt komme ich wieder hier in ein unbekanntes Gefilde. Oh Mann. Oh, hier gibt es eine Höhle mit Goblinen. Hä, was machen die jetzt? Die sind gar nicht mal so unschwer bewaffnet, oder? Gar nicht mal so... Ach, Lemine. So, haben wir wieder was getrunken. Speichern es mal hier hin. Oh, war ja. Oder sind das Piratengoblins? Tatsache, es sind Piratengoblins. Auf dem Weg zum alten Steinkreis. Na, herzlichen Glühstrumpf hier.
Oh, jetzt kommt schon der. Vielleicht sollte ich hier ganz schnell weg, bevor mich dieser Waldgolem hier erwischt. Da ist er nämlich schon. Die Piratengoblins können wir ja mal später machen. So, wie viel haben wir hier? Oh, hier sind jede Menge. Oh, Feuer. Oh. Ach du liebes Lieschen. Erstmal gucken. Hier zwischen den beiden Fronten eingesperrt. Nee. Was mache ich? Ich glaube, ich muss erst nochmal neu laden. Ich nehme normale Pfeile. Oh, noch mal ein Wildschwein. Ja gut, okay. Vielleicht lockt sich das besser. Nein. Ich sollte hier ganz schnell verschwinden. Da hinten ist nämlich schon der Waldgolem und ich höre, ja, das sind Piraten. Ja, weiß ich doch, dass ihr da seid. So. Gucken wir mal. Oh, das sind gleich zwei von der Sorte. Komm, vielleicht kriege ich die doch noch geregelt. Na, zwei Stück geht nicht. Shit. So, verschwinden hier. Bloß verschwinden. Aber nicht daher in die Wildschweinmeute rein. Da ist er doch schon. Ach, ich werde einfach mal durchrennen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht finde ich ja irgendwie hier so ein bisschen eine Deckung oder sowas. Ich habe ja schon öfter solche komischen Kamikaze-Läufe gemacht. Oh, ich habe jetzt nicht erkennen können, was das ist. Okay, hier haben wir einen rettenden Fels. Komm da wer hinter mir her? Nein, okay. Sehr, sehr, sehr cool. Da war nämlich ein Varan. Oh. Ach ja, toll. Was habe ich denn eigentlich für einen Pfeil? Habe ich einen normalen Pfeil oder einen Feuerpfeil? Na, ich werde mal gucken, was das für ein Pfeil ist. Das ist natürlich die große Frage, rutsche ich hier runter? Naja, probieren geht über studieren. Oder über einen Schritt nach vorne nehmen. Ach, ich sehe einen Baumstamm. Schön. Also ich rutsche wohl hier nicht runter. Ah ja. Perfekt. Super, auch eine Stufe gestiegen. Ja, jetzt habe ich wieder 17. Heidenei. So, mal gucken, wie hier der Abstand ist bei den anderen. Wo ist jetzt der Varan? Ah, der ist da hinten. Na gut, okay, das ist noch weit genug weg. Werde ich die mal häuten und entfleischen. Die Sachen. Und dann vielleicht mal den Varan anlocken. Guck, guck. Der kurz vor dem aufrechten Gang ist. Jawohl. Ganz cool hier hoch. Und sich treffen lassen von dem. Auch das noch. Okay, dafür bleibt er da unten hängen. So wollte ich das. So, du grünes Mistvieh. So, das kostet wieder Pfeile. Dann werde ich mal Stopp. Feuerpfeil nehmen. Und da braucht es ja nicht so viel. Eins. Zwei. Jawohl. Ab und zu geht mal die Hit. Wahrscheinlichkeit in den Boden oder in den Felsen rein. Zum Beispiel jetzt. Ah, nee, ne? Kurz bevor er jetzt kaputt gehen soll. Also. Wow. Haut eines Reptils. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn noch an so an Getränken? Hier haben wir noch ein lustig Getränk. Oh yeah.
das auf dem Steinkreisweg. Auf dem Weg zum Steinkreis. Ja, wo wollt. Achso, der geht wahrscheinlich da oben hoch. Vielleicht mal auf die Karte gucken, dann wissen wir Bescheid. Er steht unmittelbar davor. Da ist er. The Steinkreis. So, gibt's da noch einen Varan? Ja, da steht wieder einer. Doch, als erstes machen wir hier nochmal das Kleinvieh kaputt. Kleinvieh, naja, so ein Kleinvieh ist es auch wieder nicht. Noch zwei Keiler, die ich jetzt gerade überblicke. Ich hoffe, dass ich da mal ein bisschen... Oh, der ist auch ganz schön wendig. Aber das hat noch geklappt. Perfektor. Oh, du auch. Nimm mich nicht auf die Hörner, sondern ich nehme dich auf den Degen. Ich hoffe, dass du ganz schnell auf den Boden wirst legen. Ja, ein bisschen hat er mich genatzt. Okay, jetzt gucken wir mal, ob ich... Oh ja, nicht so weit da zum Golem hin. In dem will ich auch erstmal noch nicht machen. Und ein Varan. Ah, ein Baumstamm, ja richtig. Ich blute wieder. Okay. Also, ist es ein Varan oder sind es zwei Varänchen? Da hinten ist nämlich noch einer. Wie viele Pfeile? Feuerpfeile habe ich noch? 11. wird ein bisschen langwierig, das Ganze, aber ich will oder wir wollen zum Steinkreis. So, komm. Also, da hinten. Achso, das ist Flavor. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du schnell bist. Gut, Glück gehabt. Glück gehabt. So, so nah wie möglich dran. Das sieht gut aus. Könnte eventuell noch hinklappen. Den Feuerpfeilen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich habe es gerade eben gesagt. Und schon müssen wir den normalen Pfeil einspannen. Und eventuell mit einem normalen Pfeil den Varan erlegen. Du bist jetzt erlegen. Da ist nicht zu holen. Ja, dann da hinten noch den und dann können wir in Ruhe da am Steinkreis unseren Spruch lassen. Wie ging der nochmal? Anal nach Trach und Wasbert hat doch Yeldien weh? Nee, das war Excalibur. Guck, guck. Obwohl, ich könnte ja auf den Steinkreis klettern, aber ich habe den vorher nicht examiniert. Los, was ist denn? Willst du nicht? Doch, ja. Jetzt wittert er erstmal rechts und links. Jawohl. Die Hühner aber war nix. Das werden wir natürlich wieder in Zeitraffer machen. Auch du bist Geschichte. Jetzt geht's zum Steinkreis. Und da bin ich sehr gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Gucken, gibt's hier vorher noch ein bisschen was zu looten. Das Wort habe ich ja schon lange nicht mehr im Let's Play verwendet. Looten. Armen, looten. Ja, das sind halt eben so Anglizismen. Und Gamern, jo,
ich bleibe so, wie ich bin, ich rede so, wie ich bin und mache da irgendwie nicht großartig eine Welle. Ich finde, Ehrlichkeit und Authentizität sollte wohl gegeben sein. Das ist Schattengut, okay. Ja, was haben wir denn hier alles? Hier ist irgendwie, ach, wieder so ein Stempel. Teleport zum alten Steinkreis. Muss ich hier nochmal hin? Gibt es hier einen Schatten? Ne, hier gibt es eine Drachenwurzel. Einen Schatten, ich wollte Schalter sagen. Ja. Aber es kann trotzdem irgendwie noch was rumliegen hier, wo wir nicht wissen, ob es was Geheimnisvolles ist. Dunkelpilz, oje, geheimnisvoller Dunkelpilz. Ja, wer ist der Stachel? Was ist jetzt? Hilfe! Abraxas cum rator! Wer ruft mich? Ich. Was willst du von Abraxas? Ich kenne dich nicht. Ich bin hier, um Bertholds Fluch zu brechen. Ah, du meinst den Stammler? Ha! Wie willst du das erreichen? Indem ich dich vernichte. Du? Ein schwacher Mensch? Was kannst du schon gegen einen Geist ausrichten? Nichts! Gar nichts! Aha. Ich habe nichts. Am besten mache ich mich aus dem Staub. Hä? Ist das die Option? Gar nichts. Mach's gut. Elender! Jetzt bist du dran! Ich hab's geahnt. Was soll ich jetzt machen? Oh, ach, er schmeißt auch noch mit Magie. Ja, jetzt soll ich den vernichten. Ja, du bist gut. Was hat denn der für... Was hat denn der jetzt für eine Magie? Bin ich jetzt hier safe oder was? Oder wie oder wieder was? Mhm, okay, er verlässt das nicht. Das wird jetzt ein bisschen schwierig hier. Was habe ich denn für einen Schutz? Vor Waffen geschossen von Magie. Von Magie habe ich null Schutz. Das heißt, ich muss mir also sozusagen noch einen Magieschutz irgendwie zusätzlich oder in Austausch. Amulett der Lebenskraft. Ring der Macht. Stärkebonus. Ring der Leidenschaft. Wo habe ich irgendwo? Ich habe keinen Magieschutz. Oder doch hier. Mana-Bonus. Nö, ich habe keinen Magieschutz. Das sieht doch wieder Mist aus. Habe ich alles verkauft. Wahrscheinlich. Während der Folgen. Ja. Das war die Map. Das ist richtig. Was steht im Logbuch über den Stammler? Ich habe ja die Waffe noch gar nicht gesegnet. Ach ja, Ritual hat funktioniert. Abraxas ist erschienen. Es ist mir gelungen, Abraxas ist erschienen. Aber ich werde ihn wohl... Ohne gesegnete Padalin killen kann ich das vergessen. Ich sollte am besten verschwinden und mir eine Waffe besorgen, mit der ich Abraxas besiegen kann. Ja, toll. Das heißt, ich muss also nochmal irgendwas... Was war denn mit den Golemherzen? Ach ja, die habe ich ja da hingelegt. Da muss ich nochmal kontemplieren, liebe Leute. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es wird dann kühler werden. Mal gucken, ob es hier noch irgend... Ach ja, hier gibt es ja wieder diesen Waldgolem, den müsste ich dann auch nochmal da hinten bezwingen. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage Tschüss für heute und habt noch einen schönen Tag.